Ja, was man hier sieht, ist die Messias-Maschine, liebe Leute. Die macht das Wasser Strom. Ganz einfach. Ein Laufrad dreht hier, wie man das sehen kann. Und in dem Zentrum dieses Rades, in der Mitte, ist ein Dynamo. So wie man es vom Fahrrad kennt, nur ist er eben größer. Und daher macht er mehr Strom. Wie bewegt man das Wasserrad? Da oben ist ein Kupfertrichter. Den sieht man von hier unten besser. Ein Kupfertrichter. Von da ab läuft das Wasser aus der Kanne auf das Laufrad und bewegt das Rad. Und dadurch wird Strom erzeugt. Das ist schon fast alles, könnte man meinen. Natürlich nicht. Weil die Kanne wird ja auch mal leer, wird aber nicht leer, weil sie wird immer aufgefüllt von einer Solarwasserpumpe. Das Wasser läuft jetzt auf dieses Laufrad, wird tropft runter, wird unten im Behälter aufgefangen und von dort aus wird es wieder nach oben gepumpt mit einer Solarwasserpumpe. Könnte man sagen, läuft die Solarwasserpumpe, was ist denn nachts? Ganz einfach. Hier kommt noch eine zweite Pumpe dazu, die heißt Wasserpumpe Witter. Die pumpt Wasser von unten nach oben ohne Strom. Da haben wir uns ein System ausgedacht, wie das funktioniert, von einem Wasserbehälter, der oben angebracht ist. Also macht euch keine Sorgen, die Maschine wird Strom erzeugen und sie wird die Musik der Bäume spielen. Hier mit dem Piano, da kann man selbst dann spielen. Wie kann man das spielen? Wir haben hier die Baummarkierungen auf den Birken, das sind alles Musikcodes. Hier auf der Esche, jeder Baum der Birke der Esche hat Musikcodes. 23 Baumarten haben Musikcodes. Mit dieser Schablone kann man das Ganze auslesen. Wird in Zahlen ausgelesen, wird in Zahlen dann hier übertragen. Und das ist schon alles. Man spielt 6 vor 6 zurück, das ist das ganze System. Natürlich kann man es auch variieren. Man kann es auch mit dem digitalen Piano spielen, das speichert dann die Musik, spielt sie dann wieder ab. Also die Musik wird abgespielt, wenn man sich der Maschine nähert, dann spielt sie die Musik der Bäume. Und was noch dazu kommt, wir haben natürlich auch noch eine Idee gehabt, wir werden auch noch einen Magnetmotoren hier oben anbringen, damit das Wasser auch im Kreis dreht, richtig schnell im Kreis dreht, dadurch fließt es auch schneller ab. Das war ja die Grundidee von Viktor Schauberger. Er hat das gesehen am Bachlauf, wenn der im Strudel fließt, ist er schneller, als wenn er gerade fließt. Das ist das ganze Geheimnis. Es fließt schnell nach unten raus. In einer Sekunde 1 Liter Wasser, das heißt in einer Stunde 3600 Liter Wasser, die wir wieder nach oben bringen. Das ist das ganze Geheimnis der Messias-Maschine, aber das noch nicht alles. Sie wird ein Gesamtkunstwerk sein und ist immer ein Unikat. Sie wird nur einmal gebaut pro Land, nicht mehr. Sie ist limitiert. Jedes Land kann nur eine Maschine bestellen. Sie wird in Handarbeit gefertigt, individuell für das Land. Jedes Land hat andere Vorstellungen von Kunst. Japan hat andere Ideen, China, Indien, die Malediven und sonst wo, wer weiß, wo das noch überall hingeht, die Russen, Österreicher, Holländer, Franzosen, jeder hat andere Vorstellungen, was Kunst ist und das wird auf deren Idee installiert, also die Technologie ist immer gleich. Und dahin ist auch noch ein bisschen Kunst. Die Technologie ist immer gleich, nur das Design, das Art-Design ist anders. Da gibt es Filme,
von mir, da könnt ihr das nachsehen, welche Kunst wir anbieten. Das ist meist gegossene, das sind meist gegossene Kunstfiguren aus Stahl bzw. Bronze. Sehr große Figuren, die wir daneben stellen. Das ganze System wird noch überdacht, komplett überdacht mit einer Iglu-Überdachung aus Glas. Also man kann dann auch bei Regen drin sitzen, man kann im Winter drin sitzen. Es wird also immer funktionieren. Hier bei der Akademie, wo wir das Gerät jetzt bauen, haben wir eine andere Überdachung, einfach weil es schon vorhanden ist. Das war mal bei einer Weltausstellung eine komplette Stahlkonstruktion, die wir aber rundum verglasen. Und so Leute, das war so ein bisschen eine Geschichte über die Messias-Maschine. Wenn ihr jetzt den Film nicht in Deutschland sehen könnt, da gebe ich noch einen Tipp. GEMA sperrt den Film, weil im Hintergrund Musik läuft von GEMA. Aber die wird nur in Deutschland gesperrt. Aber man kann es sehen, ich gebe eine Freigabe dazu. Es gibt einen Trick über YouTube. Einen legalen Trick, kostenlos. Könnt ihr alle Filme sehen, die gesperrt sind bei GEMA. Das war's schon. Schöne Musik, ne? Ja. Finde ich auch. Macht sehr viel Spaß, die Maschine. Wir warten jetzt auf ein bisschen besseres Wetter. Bei uns im Norden ist es noch sehr kalt. Wir sind ja 12 Kilometer von Lübeck-Travemünde entfernt, an der Ostsee. Und da bläst noch ein bisschen Wind. Also wir wollen noch ein bisschen warten. Und in der Zwischenzeit machen wir noch ein bisschen schöne Filme, ne, Freunde? Ja. Wunderschön machen wir. Hui! Schöne Tiere, schönes Universum. Ich weiß gar nicht, warum die immer Krieg machen. Hofft doch nicht sein. Guck mal, wie schön das hier ist. Oh, mein Hund. Mein Hatschikum. Er ist kein Schmusehund. Er kommt selten zu mir und schmust. Er ist Terrier. Ne, Terrier? Bist du mein Terrier? Das ist mein Schatz. Ne? Ja, wir gehen jetzt spazieren. So Leute, das war's schon. Und dann tschüss. Tschüss.